Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Night of the Dead auf Loot-Tour. Ein Haus haben wir schon hinter uns. Und ich höre die ganze Zeit immer nur grauslige Geräusche, vielleicht von dem Tier da hinter mir. Aber ich versuche große Zombie-Horden und Tiere nach Möglichkeit zu vermeiden. Vielleicht kommen auch Geräusche aus diesem Haus hier vor mir. Ich werde mal gucken, ob wir das so wie das letzte Mal schaffen. Irgendwo reinschauen. Potenzielle Gegner von draußen erledigen. Hier sind auch stellenweise, ja, das geht nicht. Da ist eine Scheibe drin. Sollte vorsichtiger sein, die könnten mir natürlich hier auch in den Rücken fallen. Gehen wir mal auf der anderen Seite lang, ob wir da irgendwo eine Öffnung finden. Ich habe ja schon diverse interessante Sachen gefunden, unter anderem Gewehrmunition. Allerdings habe ich noch kein Gewehr. Die Zeit läuft unerbittlich weiter. Mit einem Zombie-Angriff jede Nacht. Im Tower Defense Style. Das in der letzten Folge auch schon gesagt. Ich denke, eine Nacht werden wir noch gut überstehen. Mindestens. Okay, also da würde es reingehen, offensichtlich. Was die erwartet da hinten, schwanzwedelnd? Ich fürchte nicht, um mich freundlich zu begrüßen. Okay, da ist der Eingang. Ist der offen oder zu? Na, siehst du mich? Gut, das waren zum Glück keine so schweren Gegner. Mindestens einer ist aber noch da drin. Langsam übermütig. Dass die Aufmerksamkeit der anderen nicht erregt hat. Scheinbar nicht. Im Gebäude allerdings irgendwas zu finden sein wird, ist eine andere Frage. So, fleißig alles einsammeln. Kleine Steine, die Pilze. So, alles schön blutig hier. Ach, Munitionskisten. Alles mitnehmen. Stück Eisen, Gewehrpatronen. Gewehrpatronen. Das gefällt mir außerordentlich gut mit den Gewehrpatronen. Ein Gewehr. Wäre mir freilich lieber. Lass mich raten, ein Stück Eisen und Gewehrpatronen. Jawohl. Take all. So. Viel mehr kann ich ja noch bald nicht mehr mitnehmen. Kann ich denn vielleicht noch Pfeile produzieren? Machen wir mal 5. Inventar voll.
werde ich mal erstmal wieder zurückgehen. Und mal gucken, was wir mit den ganzen Materialien anfangen können. Ich kann zwischendurch freilich noch ein bisschen Bäume fällen und ein bisschen was abbauen. Da muss ich gleich noch an diesem Tier auf dem Weg vorbei. Hier können wir nicht reinschauen. Kein Müll-Looting. Noch ein Pfeil, ne? Oder auch nicht. Gerade war er noch da. Okay, nicht schlimm. So, weiter nach da hinten gehe ich erstmal nicht. Naja, da sind wieder meine Pappkameraden unterwegs. Aber was ich noch abbauen kann, das mache ich. Ein bisschen was geht noch. Zum Glück muss ich meine Gegenstände nicht reparieren. Ja, Night of the Dead, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr schon mal dabei seid, neben dem Abo auch das Glöckchen klingelt, dann verpasst ihr keine weitere Folge, wenn ihr dementsprechende Push-Benachrichtigung aktiviert haben solltet. Langsam bekomme ich etwas Übung, wie mir scheint. Sprach und wurde vom Zombie gefressen. Kaputt. So, Eisen und Kram. So, zurück. Mach das Licht aus. Da. Sitzt ein Tier auf der Straße. Läuft weg. Das ist mir persönlich ganz recht. Weil ich will jetzt erstmal nur noch heim. Gucken, ob ich mir vielleicht eine zweite Truhe bauen kann. Oder noch mal ein bisschen Basis reparieren. Hoch. Ah, ich habe vergessen. Das bin ich aus anderen Spielen nicht gewohnt. Wenn man rennt, verliert man ja Konditionen. Und wenn die Kondition zu Ende ist und man rennt weiter, verliert man tatsächlich Lebensenergie. Also immer schön aufpassen. Junge Dame hier nicht zu beanstrengen. So, mal gucken, wie weit sind wir noch weg? Ah, es sind noch ein paar Meter. Bis wir wieder zu Hause sind. Naja, was man so zu Hause nennen kann. Schon wieder nicht aufgepasst. Verdammt! So, also da hinten müsste es dann irgendwo sein. Jawohl.
Sieht provisorisch aus. Ist es auch. So. Kleines Fleisch. Ich kann nochmal nach meinen Fallen gucken. So, wo ist nix? Da ist was. Schön ausnehmen für Fleisch. Inventar ist voll. Ja, Fleisch habe ich genommen, aber Knochen habe ich keinen Platz. Gut, ist dann erstmal so. So, reload. So, kann ich dich auch reloaden? Und wie sieht's mit dir aus? Reload, da liegt noch ein Tier rum. So, Fleisch, Kaninchenknochen. Alles, was man so zum Überleben braucht, wenn man auf einer Insel wach wird und nicht weiß, was los ist. So, wie sieht's mit Reparieren aus? Die Dinger will ich gar nicht reparieren hier an der Seite. Das war der Versuch, die Zombies hier so ein bisschen durchzulenken. Aber letztendlich laufen sie dadurch eher weniger als mehr in die Fallen. So, die Stachel, da muss man auch aufpassen, dass man selbst nicht reinrennt. Upgrades könnte man noch machen an den Wänden. Mache ich aber nicht. So, ich gehe nochmal rauf. Warte mal, warte mal, warte mal. Nicht Upgrade, Upgrade. Open. Wind- und wetterfest ist was anderes. Aber zum Glück gibt es hier kein Wetter oder zumindest noch nicht. So, Upgrade, Upgrade, Upgrade. Okay, nein, will ich nicht. Open. So, okay. Hier lasse ich mal auf, für den Fall, dass ich hier schnell rauf muss. Gut, die Kiste kann ich auch upgraden. Fehlt mir aber noch ein Nagel, Plastik. Nagel, Plastik und bearbeitetes Leder. So, ein Nagel, ein Plastik. Gucken. So, ein Nagel. Inventar voll. So, was haben wir denn hier drin? Kaninchenknochen. Kaninchenknochen. Fuchspelz. Fuchspelz. Aber das brauche ich ja gleich, ne? Bearbeitetes Leder. Mal gucken, wo ich das machen kann. Ich brauche die Nägel. Und ich brauche Plastik. An und für sich habe ich doch genug Platz. So, noch ein Na also ein Nagel. Ein Nagel. Also man braucht einen leeren Platz, auch wenn man auf einen Stapel nagelt. So, bearbeitetes Leder. So, ein Plastik brauche ich. Plastik brauche ich ein Plastikstück. Habe ich aber nicht, oder? Doch, habe ich. Plastikstück. So, also ein Plastik. So, jetzt brauche ich noch Quatsch. Upgrade. Seile habe ich genug. 6 bearbeitetes Leder an der Werkbank. Ist die Werkbank. So, Gewehrpatronen.
glaube, ich höre irgendwo einen Zombie rumlaufen. Ach, guck mal. Zwei sogar. Warum laufen die nicht in die Fallen? Ach Mensch. Wo ist der andere? So. Der wird doch nicht weggelaufen sein. Ich sehe nur einen, der in die Stachelfalle gelaufen ist. Aber das muss das Ding hier sein, weil hier ist ja auch schon hinten das Leder zu sehen. Ja, tatsächlich. 6 bearbeitetes Leder. Craft. So. So, Kiste. Upgraden. Ui, jetzt sieht es ja schon fast orientalisch aus. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh, ordentlich zusätzlichen Platz in der Kiste. Da will ich jetzt erstmal alles rauslegen. Wenn es geht. So, Pfeile natürlich nicht. Molotow-Cocktails habe ich noch. Hirschknochen. Mal ein bisschen leer machen alles hier. Will mir das gleich wieder raus, wenn ich es brauche. Naja, alles leer machen ist gut. Da hört es dann auch schon auf. Und noch mehr Upgrades gehen aber nicht. So, warte mal. Alles mal gucken, ob noch Platz ist. Pilze. Natürliches Pestizid. Da kann ich ja jetzt mit anfangen. Aber warte mal, die Pilze nehme ich mal wieder ins Inventar. So, wir haben das Fleisch. Können wir ja mal ein bisschen kochen. Oder craften, wie es hier heißt. So, gelber Pilz, roter Pilz und geröstetes Fleisch. So. Geröstetes Fleisch packen wir mal hier unten mit rein. Und die Pilze können dann wieder zurück in die Kiste. Das nützt mir nämlich nichts. Ich habe doch noch weiße Pilze. Kann ich ihn da nicht weiterkochen? Doch, geht noch. Gerösteter gelber Pilz. So, 15 ist der maximale Stapel. So, Spitzhacke. Zum Erzabbau. Hätte ich vielleicht vorhin auch mal für die Steine verwenden können. So, weitere Forschungspunkte habe ich bekommen. Jetzt müsste ich ja genug haben. So, ich habe 65. So, ich hätte gerne mehr Schaden an Gegnern erstmal. Zombie Hunter. Erstmal müssen wir Animal Hunter machen, bevor wir Zombie Hunter machen können. So, Junior Engineer haben wir, Engineer haben wir. Senior Engineer brauche ich für... Boah, da brauche ich ja so viele Forschungspunkte. Master Mechanic, ja, da ist man eine ganze Weile. Obwohl, das habe ich ja schon. Ach nee, das zweigt von da ab. Ach du liebe Zeit, was man da eine Menge an Forschungspunkten braucht. So, Competent habe ich. So, Marine Assault Soldier, Martial Arts.
Novice Boxer, Forest Worker. Was kann denn der Marine? Angriffstempo 5%. Schaden. Leichtigkeit, Fallschaden minus 50%. Schon schwierig, sich zu entscheiden. Junior Builder. So, was kann der? Also, wenn ich was wieder abbaue, kommt da mehr raus. Novice Porter. Habe ich schon. Porter. So, mehr Inventarplätze mache ich jetzt einfach. Komm. Da ist der Hund drauf. 50% mehr Inventarplätze. Für mich in so einem Spiel immer essentiell, möglichst viele Inventarplätze zu haben. So, Upgrades. Ich kann die Wände ein bisschen stabiler machen. Was bräuchte ich denn hier? Boah. Eisenbarren. Eisenplatten, Holzbretter, Klebeband, Plastik. Wahrscheinlich scheitert es daran, dass ich keine Kunststoffteile mehr habe, oder? Doch, ich habe Plastikstücke. So, die verarbeiten wir komplett zu Kunststoff. Was eigentlich auch Unsinn ist, ne? Hier nur diese Tür abzugraden. Moment, lass nochmal gucken, wie viel Kunststoff brauche ich? Craft? Wann soll ich denn da was craften? So. So, nochmal. Upgrade. Zement. Ach, vergiss es. So, wie sehe es denn in einer anderen Waffe aus? Steht denn da die Möglichkeit? Ein Speer. Bogen habe ich. Starker Flammenwerfer. Das Lichtschwert haben. So, Ballistenbolzen, Fackel. Molotow-Cocktails. Lebensmitteltaschen, ja, in die Waffen. Beil würde ich eventuell hinkriegen. Bogen habe ich. Der Bolzen wird wahrscheinlich für die... Was kann denn der Bolzen? Das ist ein Armbrustbolzen. Ich habe aber keine Armbrust. Also was bleibt am Ende? Kleine Steine und Äste. So, Stück Eisen, so kleiner Stein. Äste. Crafting failed. Ach, Stück Eisen. Stück Eisen. So, Pfeile. So, alles was geht. Eisenerz, nicht ein Pelz, Fuchspelz. So, Pfeile. Machen wir hier mal ein bisschen zusammensortieren. Die liegen ja hier kreuz und quer rum. So, das schaut erstmal alles ganz gut aus. Ich werde mal was essen. Ja. Geht doch gleich alles viel besser. Molotow-Cocktails. Lege ich mal. Oh, aus der Hand wollte ich das legen, nicht wegwerfen. Ach, da oben, okay. Mir mal die Spitzhacke ins Inventar. Dann wollen wir hier nochmal ein bisschen farmen gehen. So, okay. Nicht, dass uns hier ein Sombrero erwartet.
oder nach Hause kommen. So. Not enough materials. Hab ich da noch Samen? Die ich noch nicht mitgenommen habe. Kommt davon, wenn man alles in die Kiste packt. So, Samen. Heidelbeeren, Kraut, Tierdarm. Nee, sieht so aus, als hätte ich keine Samen mehr. Mal gucken, vielleicht finden wir ja irgendwo welche. So, Spitzhacke. Ah ne, nicht die Falle kaputt hauen. Warum Samen ein gutes Lockmittel für Tiere sind, erschließt sich mir nicht. Wenn ihr da was wisst oder Profi-Fallensteller seid, lasst mich das doch gerne wissen. So, gehören die zur Landschaft oder kann ich die abbauen? Die gehören zur Landschaft. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch Stein zum Abbauen in der Nähe vorhanden ist. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwann respawnt. Auf jeden Fall läuft die Dame cool. Mit der Axt im Anschlag. Ein Kaninchen. Steine liegen hier noch überall rum. Ich dachte, die hätte ich beim letzten Mal, oder ne Quatsch, nicht beim letzten Mal, einer der vorhergehenden Folgen schon alle eingesammelt. Zumindest Pilze scheinen in einem gewissen Maße nachzuwachsen, wenn ich nicht ganz blind bin und die einfach nur übersehen habe. Holz und Kram kann man ja auch nie genug haben. Nutze ich die Zeit, solange noch Tageslicht ist. Oh, warte gleich daneben, sobald das Spiel abgespeichert wird. Bums. Take. Rascheln gehört. Panik! Ja, muss alles sein. Ist auf jeden Fall sehr farmlastig, das Spiel. So viel kann man schon mal sagen. Weiße Pilze, sehr gut. Weiß nicht, ob die unterrepräsentiert sind oder ob ich hier nur Pech habe. Seltsamerweise, obwohl die Pilze hier alle essbar sind, kann man ohne die weißen Pilze momentan zumindest noch keine Pilzgerichte herstellen. Ich könnte freilich auch ein bisschen skillen, dass ich noch andere Sachen produzieren kann an Essen. Aber bis jetzt komme ich so noch ganz gut klar. So, jetzt können wir aber die Spitzhacke verwenden. Na? Rauf, nicht daneben. So, ich denke mal, ich werde jetzt hier noch ein bisschen alleine weiter abbauen. Und wenn zwischendurch nichts Besonderes passieren sollte, sehen wir uns wieder in der Nacht, wenn die Zombies das nächste Mal
meine kleine Behelfshütte angreifen. Mal schauen, ob wir es überstehen werden oder nicht. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.